Tag 14. Und damit willkommen zurück zu Pikmin 3. Wir sind im Wald des Anfangs, haben im letzten Part so eine eklige Spinne, vierbeinige Spinne besiegt. Und da dachte ich, da geht's dann irgendwie weiter, aber nein, geht es sogar nicht. Und ja, wir müssen gucken, wo geht's für uns jetzt weiter? Ich habe eine Vermutung, wo wir im letzten Part schon waren. Allerdings war ich da noch nicht ganz fertig geworden, beziehungsweise der Tag war dann vorbei. Bedeutet, wir nehmen jetzt all unsere Energie, die wir heute haben, und werden da mal nachgucken. Bedeutet, ich werde also 100 Pikmin mitnehmen und alle, ja, Begleiter oder wie man das auch immer nennen mag. Bedeutet, ich nehme mal ruhig 30 rote Pikmin. 30 Stein-Pikmin und 40 gelbe Pikmin, weil 40 gelbe Pikmin oder die gelben Pikmin auch noch sehr, sehr wertvoll sind. Des Weiteren geht ihr bitte dann direkt hier hinten hin, weil da scheint ja irgendwie was zu sein. Auch wenn man so das von oben anschaut. Auch wenn da irgendwas gleich passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann hier hinten hinkommen, weil das ist ja unser Ziel, weil wir müssen da irgendwie auf den Baumstamm rauf. Oder können wir über die Wurzeln da hoch gelangen? Das, wartet. Hier rüber vielleicht? Nee. Hier rüber auch nicht. Es ist ein großes Rätsel, was hier gemacht werden muss. Auf jeden Fall werde ich das erstmal als Ziel setzen, dass wir alle gemeinsam da mal hingehen. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Wir wollen ja die Brücke dann noch vervollständigen, damit wir nicht mehr hier außen rumlaufen müssen. Nur das kriegen wir halt leider auch nicht hin. Und sonst gibt es keinen Ort, wo wir noch hingehen können. Oder wartet mal. Was ist denn hier eigentlich? Also das war der wirkliche Anfang. Gut, wo wir aber auch nichts mehr haben. Okay. Ja, das ist ja das Schöne, wenn man auf dem Gamepad herumguckt, dann wird die Zeit pausiert. Denn Zeit ist hier eine wichtige Sache. Da oben ist auch noch eine Frucht, aber ich glaube, da brauchen wir irgendwelche Wasser-Pikmin für. Keine Ahnung. Zumindest Pikmin, die wasserresistent sind. Ah, da sind jetzt die Gegner. Ich werde mal kurz den Gegner oder die Gegner besiegen. Aber ich werde die Leichen jetzt nicht zurücktragen, weil ich will alle Pikmin mitnehmen. Nur wenn hier irgendwas hingetragen wird doch noch, dann will ich den Weg frei halten. Keine Ahnung, warum die Gegner wieder leben. Aber passiert wohl nach ein paar Tagen. So, geht da mal weg, während sich die roten Pikmin darum kümmern. Gut. Weiter geht es hier. Macht ein Felspikmin Pause. Hat wohl jetzt schon genug. Und dann ist mein erstes Ziel. So, jetzt, aber vorher will ich erstmal kurz hier gucken. Kann ich da irgendwas machen? Nein, kommt nicht hoch. Okay. Da links habe ich im letzten Part probiert. Hier vielleicht auf die Baumstämme. Nee, geht sofort runter. Also ist es da auch nicht die Lösung. So, jetzt mit voller Mannschaft hier drauf. Passiert immer noch nichts. Es passiert immer noch nichts. Warum? Was ist hier das Rätselslösung? Auch was draufschmeißen? Ah, da passiert halt auch rein gar nichts. Hier alle entlassen hier oben drauf. Da gehen alle woanders hin. Aber nicht auf die Plattform. Ja moin. Warte, da ist noch ein Höhleneingang. Den sehe ich erst jetzt so. Aber ich kann da niemanden draufschmeißen. Auch nicht von der Position aus, oder? Nee. Nein, funktioniert auch nicht. Aber da sind auch wieder Gegner. Das Schöne ist, die sind relativ schnell und einfach... Ah, warte. Sagte ich gerade, schnell und einfach besiegt und dann... Na, wartet mal kurz, bevor die euch killen. Komplett am Schielen. So, zack. Ja gut, ihr könnt die jetzt ruhig wegtragen, weil... Ah, warte, nicht so viele. Ah, warte! Und zack. Drei, dann hier das eine, dann warte ich mal kurz. Weil wir brauchen jetzt ja doch nicht mehr so viele Pikmin, wie man ja gerade gemerkt hat. Aber das ist wieder einer zu viel. Zwei. Eins. Zwei. Dann gab es noch diese Stelle hier. Da haben wir im letzten Part ausgiebig irgendwas probiert. Da hinten ist irgendwie so ein Karton.
den ich schon versucht habe zu erreichen. Aber die Kamera stellt sich auch hier so doof, dass ich hier kaum was erreichen kann. Das funktioniert hier nicht. Daher, vielleicht irgendwie auf dem Baum hier die Pikmin hoch, dass sie da selber selbstständig hochklettern, funktioniert auch nicht. Mensch. So. Und dann sind wir eine Runde durch, oder? Hier könnte es noch irgendwie was. Guck mal, da ist irgendwas zum Schieben. Funktioniert nicht. Und jetzt sind sie da oben gefangen. Nein, die sind da oben. Ah, nee, doch nicht. Huh! Ich dachte schon, die sind da oben gefangen. Also, ja gut, manche schon, manche schon. Ah, ist das ätzend, ist das ätzend. Das ist auch nicht die wahre Lösung. Ich denke mal, notfalls werde ich einen Cut machen und werde mal mir die Lösung mal im Internet suchen. Hersuchen, wie auch immer. Es kann ja nicht sein, dass hier nichts zum irgendeinen Erfolg führt. Genau, das mache ich jetzt mal. Ich mache einen Cut. Also ich habe jetzt auf die Stelle nichts im Internet gefunden, weil ich nicht weiß, bei welcher Stelle hapern wir überhaupt. Und was mir gerade so auffällt, wir könnten hier eigentlich jemanden rüberschmeißen, dann da irgendwie Charlie oder Button hin und dann nochmal rüberschmeißen. Dann sind wir hier drüben mit jemandem, können das da runterschmeißen und dann geht's hier noch irgendwie weiter. Zu einem Bereich, wo wir
schon ganz bisschen was sichten. Vielleicht ist das die Lösung. Ich kann es allerdings euch nicht sagen, daher probieren wir es einfach mal. Mit Ziel, währenddessen werde ich mal kurz das Gamepad ans Ladekabel packen. Ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt so einen weiten Weg da wieder gehen müssen. Aber ja, und wir müssen bedenken, da sind auch diese gelben Pikmin, die wir leider nicht da wegbekommen momentan. Bedeutet, wenn der Tag endet, müssen wir unbedingt diese drei gelben Pikmin da holen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Gut, der Tag ist noch jung, bedeutet, wir kriegen das noch alles schön hin, denke ich. Hoffe ich. Aber ja. Es ist halt ein bisschen blöd, dass ich nicht weiter weiß. Hier geht's auch nicht weiter, weil da ist Wasser, das ist klar. Da ist Wasser, das ist sehr, sehr sonnenklar. Sehe ich sehen. Nur es ist jetzt noch die einzige Stelle, die ich wo noch, ja, wo ich mir denke, das wäre noch möglich. Aber ja sonst alles andere überprüft. Ah, je. Da ist ein großer Gegner. Bringt den mal darunter. Das war wohl nichts. Nein, ich will doch gelbe Pikmin. Eieieiei. Ich finde diesen Gegner sehr, sehr doof, aber ich glaube, der kann keinen killen. Bringt ihn mal runter. Bringt ihn mal runter. Genau, jetzt mal mit Fels-Pikmin, Fels-Pikmin, Fels-Pikmin oder so. Also. Na, ja, mein. Irgendwie hat es jetzt geklappt. Irgendwie hat es jetzt geklappt. Ich weiß nicht wie, aber. So, bringt das dann mal weg. So, da Brittany. Ist jetzt ein Pikmin gestorben? Hä? Ein Pikmin ist gestorben. Wie ist jetzt ein Pikmin gerade gestorben? Nein, ich wollte gelbe Pikmin. Damit wir ein paar mehr gelbe Pikmin kriegen. So, hier einfach mal draufschlagen. Das wird eh nicht gelb. Rot, rot wurde es. Dann für rote Pikmin. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Passt. Ah, waren jetzt 11. So. Ja, warum? Warum war ich so doof? Vor so ein kleines Vieh läuft sie weg. Da kann ich ja ein paar mehr Dinge hier rüber bringen. Ein paar mehr Pikmin. Ich dachte, hier kriege ich nur gelbe Pikmin rüber. Aber nee. So. Das dürfte hoffentlich reichen erstmal. So, zack, eine Datei. Von Captain Olimar. Aus dem Bereich vor uns erhalten wir ein starkes Signal. Doch zu weit gelangen wir dort nicht hin. Zu dritt wäre es machbar, allerdings ist unser Chef verreist. Bestimmt ruht er sich an einem sonnigen Strand aus. Zwar sind auch wir an einem sonnigen Strand, doch es ist nicht das gleiche. Vielleicht hat er von der anderen Seite versucht rüberzukommen, ich weiß es nicht. So, wartet auch erstmal. Ah, ich brauche ja hier noch Charlie. So. Ohne Charlie wird das da drüben nämlich nichts. Okay, dann wissen wir jetzt erstmal, wie es weitergeht. Priorität hat auch die Brücke auf jeden Fall. So, alle da mal rüber. Zack. Hey, kümmert euch jetzt mal darum nicht. Wir gehen erstmal weiter. Und gucken uns hier mal die Gegend an. Da links geht's mit Wasser weit. Da könnt ihr das erstmal runtertragen. Warum waren die Game Pikmin, die ich vorhin da hochgeschmissen habe, nicht so klug? Und haben das von alleine mal runtergebracht. Achtung, da ist ein Monster. Da will ich jetzt nämlich nicht hin. Und schön, wie die paar Game Pikmin da fliegen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie sie da fliegen. Das sieht sehr, sehr stylisch aus. So. Gut, da will ich aber jetzt noch nicht lang. Obwohl, es wäre trotzdem mal ganz klug, den Gegner zu besiegen. Es ist ganz klug. Aus dem folgenden Grund. Eventuell müssen wir mit ein paar Pikmin hier durch. So, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat wunderbar funktioniert. So, dann nochmal ein paar gelbe Pikmin. 12 Stück. Machen wir mal so. Mehrzahl ist sehr, sehr wichtig. Und dann nochmal ein paar Stein-Pikmin. So, da gehen sie hin. Da gehen sie hin. So, sehr, sehr schön. Dann will ich mal rüber zu Alf, genau, weil der kann sich mal darum kümmern, auch wieder zurückzukehren. Und Charlie, nee, Brittany ist das. Hier. Sie kann sich mal darum kümmern, sie geht hier hinten hin, damit sie dann bereit steht, um die Game Pikmin zu saven, wenn es Nacht wird. So.
Wieder eine gute Arbeitsaufteilung. Ich denke mal, so passt das. Und wir können jetzt hier weiter. Weil das ist der wichtige Weg, wo wir unbedingt noch lang müssen, denke ich. Aha. Was ist denn das hier? Eine Art Übergang. Und ich sehe auf dem Gamepad, wie da das Signal herkommt. Aber es ist immer noch nicht da, wo die Scherben sind, Mensch. Da geht's. Wir kommen dem Ziel zwar näher, dem eigentlichen Ziel, aber die Scherben haben wir immer noch nicht zusammen. Bin ich blind? Bin ich ein Blindfisch oder sowas? Keine Ahnung. Aber es scheint. Okay, Leute, es ist sehr, sehr bitter. Es ist sehr, sehr bitter. Wir haben wirklich etwas übersehen die ganze Zeit. Eventuell habt ihr es sogar selber gesehen, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr gut versteckt. Und zwar werde ich jetzt erstmal mich darum kümmern, die Brücke fertigzustellen. Zu dem Signal gehen wir im nächsten Part. So, ich muss hier hin, da ungefähr, wo dieses Steintor ist. Beziehungsweise auch da zur Brücke. Da muss ich hin. Sogar mit allen dreien. Bedeutet, ich werde nach und nach mal dahin gehen, bedeutet jetzt mal Alf hier mal hin, zack, und Brittany ist sowieso unterwegs, sie ist sogar schneller da, dann kann ich mich hier ja schon mal ein bisschen umgucken, weil hier muss irgendwo, warte, da ist das Steintor, genau, hier links muss es irgendwo einen Tunnel zu graben geben, wo genau, das sehe ich jetzt leider nicht, das sehe ich jetzt wirklich nicht. Wo ist denn dieser scheiß Tunnel? Ich habe gesehen, da muss es irgendwo einen Tunnel geben. Noch haben wir ja Zeit, bis die anderen da sind. Wo waren denn? Es muss doch hier jetzt beim Steintor was. Oder war es auf der anderen Seite? Das kann natürlich auch sein. Dass es hier irgendwo war. Oh, da sind diese kleinen Mistviecher. Aber Alf ist ja auch schon da. Na, mein. Jetzt warte ich nur noch auf Charlie, so ihr kümmert euch mal kurz um die Dinger da. So. Die anderen hauen ab. Hallo, roter Pikmin, komm her.
So, aber ich habe immer noch nichts weiter gefunden. Das ist das Problem. Machen die das mit Absicht, dass sie extra in meine Pikmin da hineingeraten in die Menge und dann greift er an, soll ich, oder greifen sollen? Jetzt haut er ab. So, jetzt ist die Frage, wo könnte was sein? Wo könnte doch was sein? Hier. Hier, glaube ich. Da waren wir noch nie. Aber es ist Wasser. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Da kann nicht was sein. Oder? Warte, wo beginnt denn das Wasser? Das beginnt doch erst weiter hinten. Glaube ich. Ich gehe da mal mit allen hin. Dann war es doch nicht so nah. Ich habe das in dem jeweiligen Video, was ich gerade gesehen habe, nicht ganz klar erkennen können, wo das halt ist. Da ist wirklich etwas. Nicht. Da ist nichts. Doch, da oben. Die machen dann. Und das war sowieso was anderes. Mensch, wo ist denn das? Ich ärgere mich so total. Wisst ihr warum? Wir sind komplett falsch. Es ist in der Nähe eines Steintores, so wie ich es gedacht habe. Ich dachte, es wäre dieses Steintor. Nein, es ist dieses Steintor, sogar bei uns zu Hause. Und man sieht es sogar. Man sieht es sogar, dass es da in diese Einmündung da reingeht. Ach man. Kotzt mich das gerade an. Wir müssen dann wahrscheinlich die Brücke von der anderen Seite fertigstellen. So, ich brauche aber alle. Bedeutet, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen die Brücke relativ schnell fertig kriegen, sodass wir dann auch die Game Pikmin da retten können. Doch es ist schon zu spät. Es ist eigentlich schon zu spät. Ach Mann, das kotzt mich gerade so ein bisschen an, dass wir in diesem Part rein gar nichts geschafft haben. So, ich will jetzt die Game Pikmin da jetzt nochmal versuchen hier irgendwie zu retten. Kommt da mal runter. Oh, ist das zu kotzen, dass die da jetzt auch hängen bleiben. Die anderen Pikmin kamen da irgendwie runter, aber nee, die nicht. Die nicht. Dann, da, doch, doch, einer hat es geschafft. Okay, dann machen wir mal Folgendes trotzdem mal. Charlie, du kriegst mal ein paar Pikmin. Ein paar gelbe Pikmin. So, zack. Mit denen gehst du da mal rüber und gräbst das schon mal frei. Wenn noch die Zeit dafür da ist. Wenn. Und mit denen versuche ich hier irgendwie noch ein bisschen klar zu kommen. Aber ja, es ist halt leider. Ich weiß nicht, warum man dann hier die Möglichkeit hat, Pikmin hochzuwerfen. Und wenn man halt wirklich nicht weiter weiß, macht man das auch, wie jetzt bei uns. Aber ja. Wir haben ja nicht mal in diesem Part eine Frucht gesammelt. Wir haben ja gar nichts so weiter gemacht. Ach du Heilige. Aber muss es auch mal geben, muss es auch mal geben. So, Charlie ist dann noch unterwegs. Ja gut, ich brauche ja erst den, ich brauche ja erst da die Pikmin triggern, sobald. Sobald, sobald, sobald. Der Countdown ertönt. Und da ist er ja auch. Da ist er auch. Und da ist dieses Loch. Und gräbt mal ganz, ganz schnell. Ja gut, das dauert doch. Oder kriegen sie es noch innerhalb der Zeit hin? Bei 2 Sekunden werde ich die Pikmin einsammeln. Keine Zeit mehr. Hallo! Oh! Huiuiuiui! Huiuiui! Ich dachte kurz, ja, das war's jetzt. Ich krieg die Pikmin da nicht mehr eingesammelt. Aber irgendwie hat es dann doch noch funktioniert. Es hat doch noch funktioniert. Gut, dann haben wir im nächsten Part aber dafür umso mehr zu tun. Und zwar einerseits die letzten Scherben zu holen.
andererseits dann auch zu dem Signal zu gehen. Das sind die zwei Missionen des nächsten Parts. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, ihr genauso. Gut, dann werde ich jetzt auch das mal hier überspringen, weil... Wir haben sowieso in diesem Part nichts gemacht. Ach je, heute gibt's nichts. Ja, aber gut, wir haben ja noch viele Nahrungsvorräte. Das ist ja auch kein Problem. Ich bin mal gespannt, was jetzt als Logbucheintrag kommt. Weil, ja, wir haben ja nichts gemacht. Es ist aber etwas Positives hat der Tag auch. Wir haben kein Pikmin verloren. Und es sind so... Doch, ein Pikmin habe ich verloren. Stimmt, dieses eine Pikmin, wo ich mir dachte, hä, wie haben wir es verloren? Und stimmt, wir haben den neuen Weg schon so ein bisschen erkundet. Also, wir haben doch ein bisschen was gemacht. Aber dieses eine Pikmin, das ist mir ein Rätsel, warum das gestorben ist. Wieder Brittany. Am 14. Tag unserer Mission haben wir bereits 21 Früchte gefunden. Es gibt auf dem Planeten so viele verschiedene Früchte und eigentlich schmecken sie alle ausgezeichnet. Manche sind ein wenig sauer oder bitter, aber alle haben sie einen Geschmack, wie man ihn auf Copperhead bisher nicht kennt. Die Früchte ziehen uns immer mehr in ihren Bann. Und ich hoffe mal beim nächsten Mal, wo es dann wieder richtig zur Sache geht, seid ihr wieder mit am Start. Bis dahin und bye bye.